Ich komme aus einer Medizinerfamilie und bin seit in der 8. Generation in Folge Mediziner und ich finde Tradition verpflichtet, auch die Zukunft zu gestalten. Das heißt, mir geht es darum, dass wir in der deutschen Medizin nicht den Anschluss verpassen, sondern dass wir die Digitalisierung von innen heraus vorantreiben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Privatdozent Dr. Med. Dominik Föhringer. Er ist geboren und aufgewachsen in München, bevor ihn die Schule nach Kalifornien verschlug. Anschließend studierte er Medizin in Regensburg, promovierte in München, wo er auch seine chirurgische Ausbildung begann. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. 2009 absolvierte er zudem ein Fulltime-MBA-Programm in Fontainebleau und Singapur und begann 2010 für Bain & Company in deren Healthcare-Bereich als Unternehmensberater zu arbeiten. Im Rahmen dieser Tätigkeit beriet er Krankenhäuser, Pharmaunternehmen, Versicherungen und Private Equity Teams im Gesundheitswesen. So, und jetzt könnte ich eine Vita vorlesen, die, wie ich finde, seinesgleichen sucht. Das spare ich mir aber jetzt, denn ich möchte euch nicht so lange auf die Folter spannen für dieses wirklich tolle Interview mit Dr. Dominik Föhringer. Dominik Föhringer ist in der 8. Generation Mediziner in München, in einer Mediziner, ja, man könnte fast schon sagen, Dynastie, die seit 1840, glaube ich, im medizinischen Bereich unterwegs ist. Er verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft. Er sagt selber, Tradition verpflichtet auch so ein bisschen die Zukunft in der Medizin mitzugestalten. Und er gehört für mich tatsächlich zu den Leuchttürmen der Digitalisierungsbranche im Healthcare-Bereich in Deutschland, weil er Menschen mitnehmen kann, weil er Menschen begeistern kann, weil er Initiative an den Tag legt, weil er Dinge umsetzt, macht und nicht wartet und sich auf andere verlässt. Und diese Kombination auf der einen Seite aus der medizinischen Expertise, die aus der Familientradition erwachsen ist und die auch eine große Leidenschaft für ihn bedeutet, die er sowohl im Klinikum als auch in der eigenen Privatpraxis durchführt, aber eben auch der ökonomische Gedanke hinter dem Thema Medizin, wie können wir ökonomische und gesundheitsökonomische Themen heranbringen und dann eben das Hauptthema der Digitalisierung, das die Medizin im Moment so beschäftigt und uns wahrscheinlich auch über die Grenzen, nicht nur dieses Podcast, sondern der allgemeinen Tendenzen im Moment hinaus beschäftigen wird. Also mich hat es sehr, sehr gefreut, dass Dominik Föhringer hier zu uns in den Podcast gekommen ist. Er hat auch gerade noch ein neues Projekt, auf das wir in dem Zusammenhang hinweisen wollen. Ich glaube, in dieser Woche startet seine Landingpage, seine Homepage mit dem Titel makehealthdigital.com. Auch die Verlinkung, also sowieso alle Verlinkungen zu ihm werden wir in die Shownotes machen. Schaut euch die Seite an. Da zeigt sich wieder, welche Art und Weise Dominik Föhringer unterwegs ist, nämlich, dass er netzwerken will, dass er verbinden will, dass er informieren will und seinen Teil zu diesem großen Prozess beitragen will. Freut euch drauf auf das Interview mit Dr. Dominik Föhringer. Bevor es jetzt mit dem neuen Business Talk Podcast losgeht, möchte ich euch sagen, dass wir in diesem Jahr erstmalig eine Sommerpause machen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren durchgehend immer mittwochs den Business Talk Podcast gebracht, keine Pause gemacht, nichts dazwischen freigelassen. Und in diesem Jahr werden wir tatsächlich mal 3 Wochen Sommerpause machen. Den Business Talk Podcast gibt es dann wieder neu ab dem 29.07.2020. Und da gibt es viele spannende Themen, die ich euch schon präsentieren kann. Wir werden weiter in dem Interviewformat natürlich voranschreiten. Es gibt die Mindful Doctor Konferenz, von der wir live berichten werden. Wir werden natürlich unsere Veranstaltung Startup Praxis am 9.11. in Bochum durchführen. Dann sind die Foren Zukunftsmedizin. Und das ist wirklich super interessant, präsentieren wir euch im Rahmen des neuen Business Talk, da werde ich euch dann im zweiten Halbjahr ein bisschen mehr zu erzählen, ein Intensivseminar, das nennt sich Business Development Class für Medizin. Da bieten wir Medizinern tatsächlich das an, worüber wir jetzt schon seit über 2 Jahren sprechen, nämlich das Thema Ausbildung und Weiterbildung in die unternehmerische Richtung.
Und auch dazu wird es einen extra Podcast geben. Wie gesagt, es wird sich ein bisschen was ändern beim Thema Business Talk, aber dazu dann nach den Sommerferien mehr. Ich freue mich drauf, macht euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr kommt gut durch die Corona-Zeit jetzt und habt einen tollen Sommer, einen schönen Urlaub und wir hören uns dann wieder am 29.07. Herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe ja gerade schon in meiner etwas längeren Einleitung meinen heutigen Interviewgast vorgestellt, Privatdozent Dr. Dominik Föhringer aus München. Dominik, herzliche Grüße hier im Business Talk Podcast. Oliver, großartig, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ich habe ja viel schon versucht, in der Anmoderation deutlich zu machen, aber wir steigen einfach mal ein mit meiner mittlerweile berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Privatdozent Dr. Dominik Föhringer? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Oliver, vielen Dank für die Frage. Ich bin Orthopäde und Unfallchirurg in München mit einem Haufen Hüten, einem Haufen Aufgaben. Aber es ist nicht so, dass Mediziner allein beschreiben würde, was ich tue, sondern ich widme mich in erster Linie natürlich gerne der Gesundung meiner Patienten, fühle mich aber auch mit der Aufgabe, sagen wir mal, konfrontiert und die ich gerne auch annehme, die Innovation im deutschen Gesundheitswesen voranzutreiben. Ich komme aus einer Medizinerfamilie und bin seit in der 8. Generation in Folge Mediziner und ich finde Tradition verpflichtet, auch die Zukunft zu gestalten. Das heißt, mir geht es darum, dass wir in der deutschen Medizin nicht den Anschluss verpassen, sondern dass wir die Digitalisierung von innen heraus vorantreiben, dass wir digitale Methoden nutzen, einsetzen und selber dafür kämpfen und aufstehen, die richtigen Schritte dort einzuleiten, sodass wir sowohl im internationalen Wettbewerb als und vor allem im Sinne des Patienten immer das Neueste bieten zu können und das Neueste anbieten zu können und das auch zu gestalten. Das ist ja, also das hört sich ja immer so an, wenn man sich selber vorstellt, bin in der 8. Generation Mediziner und mache das und das und das. Das geht mir jetzt, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen zu schnell. Ich möchte da gerne nochmal zurück, weil ich finde das schon sehr, sehr bemerkenswert. Also zunächst mal besteht eure Familie tatsächlich in der 8. Generation aus Medizinern. Also da ist ja auch, du hast das gerade schon gesagt, auch aus deiner Sicht sehr viel Verantwortung dabei, zu sagen, wir gestalten ja einen Großteil auch in der Familie Föhringer Medizin auch mit. Ihr verbindet damit auch Tradition und Moderne. Und das, was du jetzt persönlich noch machst, dass du sagst, ich setze jetzt noch mal einen drauf und kümmere mich zusätzlich zu dem, was ich noch mache, weil ich ja eben auch noch Arzt bin, also Orthopäde, Unfallchirurg und dann noch eine Privatpraxis habe, um das Thema Digitalisierung. Und ich könnte jetzt noch eine ganze Menge andere Sachen sagen. Wo kommt dieser Drive her? Ist das tatsächlich was, was intrinsisch ist oder ist das auch ein bisschen tatsächlich die Verpflichtung dahinter? Ja. Gute Frage und interessante Frage. Verpflichtung klingt immer so negativ. Mhm. Ich würde eher sagen Aufgabe oder sagen wir mal auch Traditionsbewusstsein und Innovationsdurst in Kombination. Was will ich damit sagen? Zum einen ist es natürlich wahnsinnig schön, die Medizin so weiter zu gestalten, wie wir sie über die letzten Generationen gemacht haben. Und sagen wir mal, in der Medizin für den Patienten in erster Linie da zu sein. Daran wird sich auch in Zukunft, glaube ich, nicht viel ändern. Diese Mensch-Mensch-Interaktion ist das Wertvollste, was es gibt. Ich war ja mal eine Zeit lang 100% Unternehmensberater. Dann hat mir das sehr, sehr schnell gefehlt, weil ich kümmere mich gerne um Menschen. Es gibt nichts Erfüllenderes für den aktiven und passionierten Arzt, als einem Patienten Gutes zu tun, als einem Patienten Schmerzen wegzunehmen, als sein Wohlbefinden zu steigern. Das ist das eine. Aber wie gesagt, diese Aufgabe, auch die Zukunft zu gestalten, das sehe ich als sehr, sehr positiv, sehe ich nicht als verpflichtende Bürde, sondern als Chance. Also du merkst schon, in mir wohnt der Optimismus und der Gestaltungswille zu sagen, lass uns das doch selber in die Hand nehmen, sonst werden wir gestaltet. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, das ist ja auch eine Triebkraft oder Triebfeder, die wirklich aus dem Inneren herauskommt. Und das meine ich jetzt wirklich auch sehr, sehr positiv. Denn du hast es jetzt auch noch eben kurz angesprochen, du warst ja nicht nur immer als Mediziner tätig, sondern in der Gesundheitswelt, aber eben auch in der Unternehmensberatung. Du kennst also da oder vereinst auch da wieder mehrere Seiten. Aber gerade das Thema Gesundheit ist ja etwas, was oder das Gesundheitssystem teilweise in Deutschland sehr stark ist. Also wir haben ja immer das Problem, dass viele sagen können, wir können das oder das nicht tun. Bei dir hat man aber den Eindruck, es geht alles. Wie ist das möglich und ist das auch wieder etwas, was aus dieser positiven Einstellung kommt? Also vielen Dank, dass es sich so anhört, als ob alles möglich wäre.
Ich bin immer der Mensch, der die Meinung vertritt, sagt, man muss es halt einfach mal probieren und man muss versuchen zu gestalten. Uns Deutschen steht oft unser eigener Hang zum Perfektionismus im Weg. Bernhard Seidenhardt, der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag, hat mal im Vergleich zwischen uns und Estland gesagt, die Esten trauen sich einfach. Die schieben einen selber zusammengezimmerten Eigenkreativitätsmodell aus der Garage und fahren mal los. Wir Deutsche versuchen, den perfekten Mercedes zu bauen und dann schieben wir nicht aus der Garage, weil es könnte ja regnen. Das ist so wirklich die Schwierigkeit, wenn man sich anschaut, dass wir seit fast 20 Jahren mit der elektronischen Gesundheitskarte umeinander spielen, dass die elektronische Gesundheitsakte in aller Munde ist, aber nicht stattfindet, dann haben wir in Deutschland natürlich schon eine große Schwierigkeit. Ich meine, das ist etwas, was sich fortsetzt, nicht nur in der Digitalisierung. Wie lange hat es gedauert, den Flughafen fertig zu machen? Was passiert bei Stuttgart 21? Was passiert jetzt im Moment akut mit der Corona-App? Alle anderen Länder, die sie wollten, laufen schon damit rum. Bei uns wird noch entschieden, wer eventuell den Auftrag kriegen könnte. Und in 3 Jahren, wenn kein Mensch mehr über das Thema spricht, dann kommt sie raus. Das ist schon etwas, was ein bisschen traurig ist. Aber ich bin dennoch der Meinung, wenn man da aufgibt und sagt, okay, es tut sich nichts, dann hat man schon verloren. Wenn man es probiert, hat man zumindest die Chance. Und man kann ja dann in kleinen Etappen siegen und in kleinen Etappen immer wieder kleine Fortschritte machen und vor allem die Gestalter zusammenbringen. Dieses Thema zusammenführen, Netzwerken und auch gemeinsam Dinge anstoßen, das zieht sich ja so ein bisschen wie einen roten Faden hier durch. Wir beide haben gestern ein Format noch hier im Online-Format gesehen, Zukunftsmedizin 2020. Da wurdest du von Professor Werner hier aus Essen nochmal vorgestellt, weil die beiden haben ja diesen Digital Health Talk als Außenminister des Digital Health Talks für Süddeutschland. Also auch da gibt es eine große Vernetzung, jetzt nicht nur deutschlandweit, jetzt in dem Fall, sondern du bist ja auch international tätig. Kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen ausholen und sagen, was da so das Tätigkeitsgebiet ist? Ja, also vielen Dank für diese Blumen an der Stelle. Zukunftsmedizin. Wird noch ein paar mehr geben heute, glaube ich. Gibt noch ein paar mehr Blumen. Ich weiß gar nicht, ob ich das verdient habe. Am Bayerischen Brückentag. Also auf jeden Fall ist eine große Freude, über all diese Themen zu sprechen. Ja, du hast schon die richtigen Leute angesprochen. Also Professor Jochen Werner, Professor David Matusiewicz, sicherlich die zwei Gestalter in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Vielleicht noch in dem Atemzug zu nennen, Bate Witte mit der D-Health Academy. Das sind natürlich schon die Macher und Motoren, die das Ganze vorantreiben. Und da eine Allianz zu schmieden, ist großartig. Ich muss auch sagen, dass ich von einem Mann wie Jochen Werner unglaublich viel lernen kann. Er ist sehr, sehr positiv, er ist sehr optimistisch. Wann immer man ihn fragt, er hat eine volle Agenda, aber er unterstützt, wo er kann. Und wenn er selber das nicht lösen kann, dann schickt er einem jemanden und ist erst zufrieden, wenn er es wirklich bis zum Ende gelöst hat. Und das ist großartig, im Endeffekt von ihm zu lernen und mit ihm da zu gestalten. Und das Schöne ist so ein bisschen, das Ganze ist dann so eine self-fulfilling prophecy nach einiger Zeit, weil man lernt dann international tätige Leute kennen. Ja? Dann trifft man in Konferenzen wie Frontiers Health auf neue Leute und kann da dazulernen und kann im Endeffekt auf einmal Italiener kennenlernen, Amerikaner, die an dem ganzen Thema weiterarbeiten und so. Und es ist unfassbar, was man dann lernen kann und gestalten kann. Und ich finde ja gerade Best Practice ist das Allerwichtigste. Ja, und davon kann man profitieren, davon kann man lernen. Und dadurch wächst das Netzwerk und dadurch wachsen auch natürlich die Möglichkeiten, mit denen man da weitermachen kann. Mhm. Ist das ja alles, hat ja sehr viel mit einer unternehmerischen Tätigkeit zu tun, was du machst. Also auch jetzt nicht nur die Tätigkeiten jetzt zum Thema digitale Gesundheit, sondern eben auch natürlich in der eigenen Praxis oder im Krankenhaus oder in den ganzen Gremien und Ausschüssen, in denen du dich bewegst. Dieses Unternehmergehen, wenn man in der 8. Generation tatsächlich Unternehmer ist oder in der Praxis ist, in der Gesundheit tätig ist. Ist das etwas, was du auch von deinem Vater, vielleicht von deinem Großvater gelernt hast? Gab es da eine Art Mentor für dich? Ja, also auf jeden Fall. Mein Großvater war ein bestimmender Faktor, weil wir haben zu meinem Medizinstudium auch noch unter einem Dach gewohnt. Jeder in separaten Wohnungen, aber an unserem Familienstammsitz in Regensburg, wo ich studiert habe, war er jemand, der mich sehr, sehr viel weitergeführt hat. Er war und ist sicherlich alles andere als ein Ökonom. Seine Passion war das Kochen. Davon lerne ich erst langsam oder profitiere ich erst sehr, sehr langsam.
Das kam aber auch erst im höheren Alter. Bei meinem Vater kommt es jetzt gerade. Das heißt also, ökonomisch war da, sagen wir mal, nicht unbedingt die Triebfeder dahinter. Dennoch habe ich fürs Leben unglaublich viel gelernt und es war ein wahnsinnig herzliches Verhältnis. Und als ich dann das damals dritte Staatsexamen hinter mir hatte, sagte mein Großvater, ist da jetzt ausreichend, er habe jetzt dreimal Medizin studiert und zwar einmal er selber, zum zweiten Mal mit meinem Vater im Geiste und dann mit mir, jetzt sei er fertig mit dem dritten Medizinstudium. Und hat sich natürlich aber wahnsinnig gefreut und er ist 93 geworden. Er hat bis 93 Patienten gesehen, teilweise dann einen am Tag, mit dem er ein ausgedehntes Gespräch geführt hat und hat mir noch bis sozusagen ganz kurz vor seinem Ableben immer noch das Ärzteblatt hingelegt mit aus seiner Sicht relevanten Artikeln. Er hat auch noch mitbekommen, dass ich dann die Medizin eine Zeit lang habe ruhen lassen, um nach Fontainebleau zu gehen, um dort einen Fulltime-MBA zu machen. Und das war sicherlich für mich der ausschlaggebende Faktor, der das ökonomische Denken in mir losgetreten hat und auch das ökonomische Gehen in mir aktiviert hat. Und das ist etwas, was die wahrscheinlich singulär beste Entscheidung in meinem ganzen Leben war. Nach der Entscheidung für die Schule 2 Jahre auf eine amerikanische Highschool zu gehen. Mhm. War dieser Command of the English Language, also dieses Verstehen, was passiert, wenn sich auf Englisch unterhalten wird, und zwar in einer absoluten Detailtiefe, das ist etwas, kann einem niemand mehr nehmen und das ist so wichtig in der heutigen Zeit. Und daher kommt auch dieses Vernetzungsdenken und diese Offenheit, weil bei all dem, was man Negatives über Amerika sagen kann, und gerade im Moment erleben wir leider die dunkelsten Aspekte dieses Landes, muss ich dennoch sagen, die gesamte Kreativität und Innovation, alles, was wir erleben, kommt natürlich schon noch von dort. Und das ist ein ganz, ganz tolles Mindset. Ich war auch in Kalifornien auf der Schule. Da sind die Leute unglaublich offen. Da hast du einen unglaublich starken asiatischen Einfluss. Da hast du ein unglaublich unternehmerisches Denken und einen unglaublichen Optimismus. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und dann in Kombination mit dem MBA, den ich zur Hälfte in Frankreich, zur anderen Hälfte in Singapur gemacht habe, das war für mich sicherlich die 2 ausschlaggebenden Faktoren, die mein Leben dann auch bestimmt haben. Mhm. Glaubst du, dass das Thema Unternehmer sein für den Arzt in Zukunft noch mehr Bedeutung haben wird? Also auch vor dem Hintergrund gerade dessen, was wir gerade mitmachen, Wandel in der Medizin, die viele sagen ja, die Zeit, etwas zu verändern, jetzt auch in Richtung digitale Gesundheit, ist jetzt. Also ist es für den Arzt zukünftig wichtiger, sich unternehmerischer aufzustellen, auch jetzt für den Arzt in eigener Praxis, also sprich in der ambulanten Versorgung? Naja, also ich würde da niemanden dazu zwingen und auch nicht sagen, ich maße mir nicht an zu sagen, das muss jemand tun. Aber es ist natürlich unglaublich hilfreich, weil wenn man wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, wenn man begreift, wie Business Models funktionieren, wenn man begreift, wie sich Technologien entwickeln und wie sich damit auch die Gesundheitsökonomie verändert, dann merkt man natürlich schon auf einmal, wie man die Medizin aus einem komplett neuen Winkel betrachten kann. Und für mich war das immer eine Bereicherung, was dazu zu lernen. Ich muss ganz offen sagen, wenn das Leben länger wäre, würde ich noch Jura dazu studieren. Weil es ist auch ganz, ganz wichtig, die juristischen Aspekte zu begreifen. Ich habe einen guten Freund in München, mit dem ich eine Zeit lang ein Büro geteilt habe, als ich unternehmerisch gearbeitet habe. Und er ist promovierter Rechtsanwalt und ein guter Freund geworden. Und von dem habe ich sehr, sehr viel Juristerei gelernt. Was will ich damit sagen? Es ist so ähnlich wie mit dem, was ich vorhin über die englische Sprache gesagt habe. Man muss es niemandem oktroyieren, aber man kann im Endeffekt immer nur davon profitieren, wenn man ein Skillset mehr hat. Einige können Klavier spielen, davon profitieren sie sicherlich, indem sie ihre Synapsen jung halten in anderen Dingen. Und in dem Fall halte ich es schon für wichtig, unternehmerisch zu denken. Der Einzelne muss das auch. Und jetzt kommt das Aber, das große Aber. Bei der Medizin sollte immer das Wohl des Patienten im Vordergrund stehen und nicht die Bereicherung. Das heißt also, ich tue auch viele Dinge in der eigenen Praxis, die ökonomisch wahrscheinlich nicht sinnvoll sind für mich, die aber dem Wohl des Patienten dienlich sind. Und das ist immer noch die höchste Aufgabe. Wir schwören nicht mehr den hippokratischen Eid, das ist leider abgeschafft worden, aber dennoch ist für mich der Inhalt dessen eigentlich der ausschlaggebende Faktor für mein Handeln.
Jetzt heißt ja unternehmerisch denken nicht immer nur wirtschaftlich, also ich sag mal gewinnmaximiert denken, sondern unternehmerisch heißt ja unter anderem auch Führung, Mitarbeiter, Gestaltung, also Befähigung von Mitarbeitern, Dinge tun zu können, Organisation von Praxis, vielleicht sogar mittlerweile empathisches Verhalten bezogen jetzt auf Patienten, Einfühlsamkeit oder auch Behandlung Mitarbeiter, Förderung und so weiter. Also diese ganzen Themen, die im Grunde ja, ich sag, das beschreibt das immer so ein bisschen aus der Adlerperspektive von oben auf das Unternehmen Praxis gucken und sagen, wie kann ich Strukturen verbessern, damit ich tatsächlich dann letztendlich mehr Zeit für den Patienten habe, damit ich das tun kann, wofür ich eigentlich angetreten bin als Arzt und Mediziner, nämlich genau das, was du gerade sagst, die Begegnung Mensch zu Mensch und dem Patienten zu helfen zu seinem Wohle und nicht unbedingt nur zur Gewinnmaximierung. Ich habe gelesen in dem Lebenslauf Mitbegründer und Leiter der Akademie Unternehmerische Medizin. Was ist da Inhalt in diesem Forum? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, du bist super gut drin in den Themen. Schön, was einem da alles auch wieder sozusagen begegnet in der eigenen Vita. Die Akademie Unternehmerische Medizin setzt sich genau damit auseinander. Das heißt also, Medizinern im letzten Jahr so ein bisschen das unternehmerische Denken mitzugeben, ihnen auch zu erklären, was sich in der Digitalwelt tut. Du hast den Nagel völlig auf den Kopf getroffen. Digitalisierung kann kein Selbstzweck sein. Das sagt Professor Jörg Debatin immer wieder. Ich zitiere ihn da auch immer wieder. Digitalisierung ist im Endeffekt ja Mittel zum Zweck. Aber wenn man es besser versteht, kann man sich die digitalen Methoden zunutze machen und kann man auf einmal wieder mehr Medizin machen. Das hattest du im Endeffekt auch so in deiner Einleitung gesagt. Das kann ich nur unterschreiben. Deswegen arbeite ich jetzt im Moment an einem speziellen Dokumentationssystem, wo man den Ärzten von der Dokumentationslast zeitlich hoffentlich in Zukunft einiges abnehmen kann. Das ist mein Anspruch. Mhm. Was tun wir sonst in der Akademie? Wir haben schon mehrere Jahrgänge jetzt ausgebildet, die dann teilweise bis zu einem, sagen wir mal, Prototypen von einem Startup arbeiten. Das Ganze beruht auf einer freiwilligen Interaktion. Das heißt, dass wir unterrichten das abends in unserer Freizeit. Die Studenten kommen abends nach ihrer klinischen Ausbildung noch vorbei. Und da siehst du schon, das sind die Leute, die einen überdurchschnittlichen Drive haben, die etwas gestalten wollen, die etwas machen wollen. Zudem haben wir jetzt noch an der TU den Studiengang TUM BWL Medizin ins Leben gerufen. Das heißt, da studiert jemand BWL mit dem Schwerpunkt Fach Medizin. Das können dann Leute sein, die später in die Pharmaindustrie gehen, die später ins Klinikmanagement gehen. Aber immer in der Idee, dass wir da solche Leute wie mich ausbilden, die also sowohl die BWL-Seite als auch die Medizin-Seite verstehen. Mhm. Weil das sind für mich die Leute, die in Zukunft vorankommen, weil sie von beiden Perspektiven denken können und damit auch die beiden Seiten zusammenbringen, statt sie weiter auseinanderdriften zu lassen. Mhm. Das ist ein super Ansatz, finde ich, und genau auch zur richtigen Zeit. Ich glaube einfach, dass die junge Generation der Mediziner, die danach kommen, das sehen wir ja auch, die sich jetzt ja auch sehr mit dem Thema Digital Health beschäftigen oder überhaupt dem Thema digitale Prozesse im Gesundheitswesen. Mir machen im Moment, ich will nicht so sagen Sorgen, aber gerade so die Mediziner, die jetzt so in meinem Alter sind, um die 50 herum, die jetzt wirklich vor der Frage stehen, lohnt sich, das wäre jetzt Quatsch, was ich sage, aber ist das für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, mich noch damit zu beschäftigen? Also wenn ich teilweise in Praxen gucke, die ich berate, dann ist es schwierig. Ne? Da sind Helferinnen, die sind da 30 Jahren dabei, die sagen, ach ja, mich jetzt an digitale Prozesse zu gewöhnen oder jetzt kommt das Thema Telemedizin, Videosprechstunde, Anamnese-App oder vielleicht sogar das E-Rezept, das ist mir alles zu kompliziert, wir bleiben jetzt bei dem Weg. Die Humanmediziner, gerade im Bereich der ambulanten Versorgung, leben ja so ein bisschen in einem Hort der Glückseligkeit, weil wir viele gesperrte Gebiete haben. Es wird immer ein bisschen weiter aufgeweicht. Aber ist auch da nicht der unternehmerische Ansatz wichtig und vor allen Dingen der digitale Ansatz wichtig in der Praxis, um auch ja, vielleicht sektorenübergreifend eine vernünftige Medizin zu machen? Absolut. Ich kann zu dem Thema nur sagen, man hört nicht auf, Dinge zu tun, weil man alt wird, sondern man wird alt, weil man aufhört, Dinge zu tun. In dem Moment, wo man nicht mehr offen ist für Innovation, hat man sich selber eigentlich dem Alteren verschrieben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, von Jochen Werner kann man da nur lernen. Der ist jetzt nicht mehr ganz in der Pubertät. Ja, ich würde es auch sagen, wenn er jetzt hier online mit uns wäre. Aber er ist alles andere als alt oder gealtert. Und ich glaube auch, er altert nicht, sondern der bleibt jung und dynamisch, der bleibt an der Sache dran, der nimmt am Wochenende ein Video auf und stellt es online. Das ist in seiner Generation nicht ganz,
selbstverständlich eine derartige Präsenz als Influencer im positiven Sinne für die digitale Gesundheit darzustellen in seiner Altersgruppe, das ist nicht der Durchschnitt. Aber er zeigt damit, dass diese Kraft in den Leuten schon noch vorhanden ist. Und ich meine, genauso wie das Thema, bin ich zu alt, etwas zu lernen? Ganz im Gegenteil, unser Gehirn muss doch kreativ und geschmeidig bleiben. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal im Alter die Zeit finde, sowohl kochen zu lernen, als auch vielleicht irgendwann mal Klavier spielen zu lernen, weil es ist eine Passion, wäre das für mich. Und genauso muss ich es in der Medizin sehen. Ich würde nie die Technologie oder den Fortschritt mich davon schon abkoppeln. Ich habe vorhin gesagt, mein Großvater war 93 und hat immer noch innovative Dinge gelesen, hat sie annotiert für mich und hat sie mir weitergegeben. Ja. Ich finde, davon kann man sich doch im Endeffekt eine Scheibe abschneiden und sagen, ich bleibe so innovativ wie möglich und ja, ich lasse mich auf neue Mechanismen ein. Und wenn das ist, zum Beispiel, dass ich meinem Vater in der Sprechstunde oder in der Praxis ermögliche, dass er online Terminvereinbarung macht, ja, warum denn nicht? Mhm, absolut, ja. Also das lebenslange Lernen ist, glaube ich, heute unglaublich wichtig. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber ich habe diesen Satz gerade im Kopf. Die Analphabeten von morgen sind die, die aufhören zu lernen. Und ich glaube, das geht in die Richtung, die du gerade auch beschrieben hast. Wenn wir jetzt mal gucken in das Thema digitale Gesundheit, was dürfen wir erwarten? Jetzt vereinst du ja wieder viele Welten. Auf der einen Seite die Praxis, auf der anderen Seite Krankenhaus, dann die unternehmerische Sicht, die Ausschüsse, und in denen du tätig bist. Was dürfen wir noch erwarten? Und was ist jetzt der nächste Schritt, damit wir noch tiefer in das Thema digitale Gesundheit, digitale Tools einsteigen können? Nun, bis wir in Deutschland die jetzige Situation hatten, hat sich ja im Bundesgesundheitsministerium eine ganze Truppe sehr, sehr aktiv um digitalen Fortschritt gekümmert. Und das begrüße ich sehr. Mein Freund Gottfried Ludewig ist im Bundesgesundheitsministerium nur für Digitalisierung zuständig. Das macht er hervorragend. Da treibt er auch einiges voran und da wird sicherlich diese Legislaturperiode, sagen wir mal, einen Meilenstein setzen und hat ihn teilweise schon gesetzt. Jetzt ist aber dennoch viel Aufgabe noch vor uns. Wir haben uns als Deutsche oder auch als Europäer mit der Datenschutzgrundverordnung ein riesiges Ei gelegt. Der Rest der Welt lacht über uns, weil wir sagen, mit diesem Datenschutz stehen wir uns so unglaublich im Weg selber. Und da muss ich immer nur sagen, Datenschutz ist nur was für Gesunde. In dem Moment, wo ich eine Erkrankung habe und eventuell eine Gensequenzierung eines Tumors oder eine sonstige Genotyp-Beschreibung einer Erkrankung mit der Welt teilen kann, wird das jeder sofort tun, um damit zu besseren Diagnostikmethoden, zu besseren Therapiemethoden zu kommen. Da wartet man und zögert man keine Minute. Und ich meine, wir alle sind im Online-Banking unterwegs, jeder shoppt online und so weiter. Und da werden Kreditkartendaten durch die Gegend geschachert und da fliegen Bankdaten durch die Gegend. Aber dann haben wir Angst, dass unsere Blutgruppe online gehackt werden könnte. Ich übertreibe natürlich mal ein bisschen. Klar. Um es plastischer zu machen. Aber da muss noch ein wahnsinniges Umdenken stattfinden, weil davon können wir alle unglaublich profitieren. Und es ist nicht sinnvoll, für eine banale Wundkontrolle jemanden in ein Auto zu setzen und ihn 100 Kilometer fahren zu lassen, damit er dann beim Arzt 3 Minuten verbringt und wieder zurückfährt. Das ist nicht ökologisch, das ist auch nicht sinnvoll, das ist oft auch gar nicht erwünscht. Aber da muss man halt nur ein Stückchen weit umdenken. Und es geht schon damit los, wenn man eine telefonische Nachkontrolle macht. Ich schreibe mit vielen Patienten, die man natürlich vorher fragen muss, aber SMS, wie es ihnen geht, wie ihr Heilungsverlauf ist. Das wird von den Patienten sehr gut gutiert. Ist das Telemedizin? Laut Definition schon. Ist das Rocket Science? Sicherlich nicht, aber man muss dafür offen sein. Absolut. Das geht ja auch in die Richtung, also gerade das Thema Datenaustausch oder Informationen miteinander zu teilen, auszutauschen und davon zu lernen und davon Rückschlüsse oder daraus Rückschlüsse zu ziehen für vielleicht eine präventivere Medizin in der Zukunft. Das geht ja in die Richtung von Prävention. Und Prävention ist ja etwas, was im Moment angewandt wird. Ich habe letztens noch mal den Satz auch gehört, there's no glory for prevention. Also man weiß ja nie, ob diese Dinge, die man da getan hat, wirklich so erfolgsversprechend sind. Trotzdem glaube ich, dass das Thema Prävention ein Riesenthema für die Zukunft ist, um Krankheiten eben erst gar nicht entstehen zu lassen. Wie kriegen wir dieses Thema noch mehr in die Köpfe der Gesellschaft und auch in die Menschen? Brauchen wir eine andere Arzt- und Patientenbeziehung? Also muss der Patient vielleicht in der Versorgung im Vordergrund stehen, immer und immer mehr?
Ja, also ich meine, ich sage jetzt, wenn wir wieder bei Jochen Werners Smart Hospital sind, da drehen sich alle Prozesse um den Patienten. Natürlich wird der Patient das Ganze vorantreiben. Aber am Ende leben wir immer noch in einem Markt. Ich glaube sehr, sehr stark an den Erfolg des Kapitalismus. Ich glaube sehr, sehr stark daran, dass Märkte sich selbst regulieren, dadurch, dass Angebot und Nachfrage funktionieren. Deswegen bin ich auch überhaupt gar kein Freund von Subventionen und Transferleistungen, weil sie immer Fehlincentivierungen schaffen, ja. Mhm. Immer nur kurzfristig irgendwie, sagen wir mal, Öl in ein Feuer blasen, wenn überhaupt. Aber es bringt meistens nichts auf lange Sicht, sondern der Markt reguliert sich selber. Das heißt also, eigentlich werden die Dinge Erfolg haben, von denen Patienten sagen, Mensch, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise eine Online-Terminvergabe mache durch Yameda, dann ist es natürlich so, dass ich sage, wenn der Patient damit wirklich glücklich ist und sagt, wow, das hat super funktioniert, dann wird er das doch nie wieder anders machen. Dann berichtet er dem Nächsten und dadurch erreichen wir eine höhere Penetration. Das Gleiche gilt für Videosprechstunde, das Gleiche gilt für elektronischen Datentransfer, für all die Möglichkeiten, die wir haben, digitale Rehabilitation durchzuführen, Ferndiagnostik in der Psychiatrie durchzuführen und so weiter. Ich glaube, da haben wir große Chancen, aber immer die guten Angebote werden überleben. Wir erleben in Berlin, auch in München teilweise, eine Blase im Sinne eines Startup-Streichelzoos. Da kriegen unglaublich viele Leute Fördergelder und man muss immer erstmal schauen, nimmt der Markt das an oder blast ihr hier Fördergelder raus? Und deswegen ist für mich immer natürlich der Proof of Concept derjenige, nimmt der einzelne Patient das an, ist eventuell der Kostenträger so überzeugt, dass er da in eine Vergütung geht und sagt, ich erstatte das. Mhm. Weil dann wird es ja eigentlich wirklich spannend. Und ich glaube schon, dass der Markt und damit der Patient entscheiden wird, wohin die Reise geht. Ja, das ist ja letztendlich auch so ein bisschen die Richtung, die jetzt im DVG mit der verschreibungspflichtigen App gegangen wird, dass man erstmal guckt, wie wird es vom Arzt und Patienten angenommen und dann in diesem Fast-Track-Verfahren eben jetzt festgestellt werden soll, ist das tatsächlich das, was der Markt braucht für ein gewisses Segment und also bleibt. Und ich habe auch mit vielen Startups gesprochen, die auch sich so ein bisschen Sorgen machen, erst natürlich sehr euphorisiert waren und die gesagt haben, Mensch, jetzt kommt unsere Chance, weil wir sonst immer nur über Selektivverträge vielleicht ein bisschen zeitlich begrenzt am Markt teilnehmen durften und jetzt sind wir da. Auf der anderen Seite viele natürlich auch Sorge haben, dass sie untergehen und dass es viele Startups vielleicht in ein, zwei Jahren schon gar nicht mehr geben wird. Das wäre allerdings auch meine Meinung. Ich glaube, da wird es ein bisschen eine Regulation geben an dem Markt, was das angeht. Siehst du das auch so? Absolut. Da wird eine Selbstregulatorik stattfinden. Da werden wir einige sehen, die natürlich genauso wie sie gekommen sind, wieder verschwinden werden. Aber auch das ist ja etwas, was ich durchaus positiv sehe, weil wir müssen es halt mal ausprobieren. Wenn wir von vornherein sagen, es wird nicht funktionieren, dann wird es auch wirklich nicht funktionieren. Aber so werden auf dem Markt ein paar neue dazukommen und ein paar alte verschwinden. Aber das ist doch nicht schlecht, weil wir auf der Strecke was gelernt haben. Also das sehe ich durchaus eher positiv. Sehr schön. Ich möchte mit dir noch über so zwei, drei Dinge sprechen, die jetzt auch bei dir noch auf der Agenda für die Zukunft stehen. Das wird noch ganz viel sein, deshalb können wir vielleicht nur ein, zwei Dinge mal rausnehmen. Du bist selber Mitveranstalter von unterschiedlichen Events, zum Beispiel aber auch dem Digital Health Summit, das ihr da ins Leben gerufen habt. Und du hast ein ganz neues Projekt, das heißt www.makedigitalhealth.com. Kannst du über diese beiden Formate oder über diese beiden Initiativen vielleicht nochmal sprechen? Fangen wir mal an mit dem Summit, das ihr jetzt, glaube ich, in diesem Jahr zum dritten Mal in München durchführen wollt. Ja, vielen Dank, dass du mir die Chance gibst, darüber zu reden, weil das sind natürlich beides meine Babys. Einmal wirklich als Präsenz-Summit, der dieses Jahr wahrscheinlich zum einen schon analog, aber zum anderen auch kombiniert virtuell stattfinden wird. Das heißt, das ist das Hybridmodell, witzigerweise das Hybridmodell, an das ich auch in der Medizin glaube, dass wir sowohl Technologie als auch den menschlichen Faktor brauchen werden. Genauso wird es beim Digital Health Summit dieses Jahr. Da war unsere Idee eigentlich am Anfang, sagen wir mal, Innovatoren, Investoren, Startups und Ärzte zusammenzubringen. Ich finde, es wird viel zu wenig miteinander gesprochen. Viele Leute kennen nicht den Leiter ihrer IT-Abteilung in ihrer Klinik. Viele Leute haben Berührungsängste mit dem Thema. Die wollen wir abbauen und wollen gleichzeitig neue Kontakte knüpfen, weil am Ende kommt es immer auf die Menschen an und die menschlichen Faktoren. Das machen wir mit dem Digital Health Summit. Dieses Jahr, wie gesagt, in etwas wahrscheinlich eingeschränkter Form, was die Präsenzveranstaltung angeht, weil letztes Jahr waren wir ja über 300 Leute. Das werden wir in dem Jahr vielleicht so nicht machen, aber eventuell erreichen wir virtuell einiges. Mhm. Mir ist zugetragen worden, der
Weltneurologenkongress in Paris wurde dieses Jahr digital abgehalten. In einem normalen Jahr erschienen da immer so 6.000, 7.000 Neurologen. Dieses Jahr waren 37.000 Neurologen online. Wow. Ist doch eine Riesenchance. Absolut. Und ich meine, diese Chance sehe ich auch. Deswegen befasse ich mich jetzt gerade mit Online-Übertragungsformaten, sodass wir das eventuell noch weiter nach draußen tragen und auch verfügbar machen können für Leute, die eventuell nicht anreisen können, weil sie es sich nicht leisten können, weil sie die Zeit nicht haben, weil es zu weit weg ist oder was auch immer. Wie oft ist es uns schon gegangen, haben gesagt, Mensch, den Vortrag hätte ich gern gehört, aber ich kann deswegen nicht nach Timbuktu fliegen, um mir das anzuschauen, sondern das ist im Endeffekt etwas, da muss ich jemanden fragen, der vielleicht dort war. Ich glaube, da können wir digital unglaublich viel dazulernen. Wir alle waren jetzt in Meetings auf verschiedensten Plattformen unterwegs und mit Video und haben eigentlich festgestellt, dass es erstaunlich gut funktioniert und erstaunlich gut die Dinge transportiert werden und dass niemand im Transit ist. Und ich meine, am Ende ist das Ganze auch für den ökologischen Footprint eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, und positiv. Das war der Digital Health Summit. Das ist natürlich immer ein One-Shot, wo man im Herbst des Jahres einmal die Leute zusammenbringt. Jetzt hast du freundlicherweise noch makehealthdigital.com angesprochen. Das ist mein neues Projekt. Da geht es darum, diese Menschen, die wir im Endeffekt sonst auf Kongressen vernetzen, einmal digital zusammenzuholen. Dass wir da im Endeffekt eigentlich schauen, wie können wir den Austausch fördern. Zwischen Köpfen wie dir, Köpfen, die eventuell in Essen sitzen, Köpfen, die in Berlin sitzen, Köpfen, die auf der Insel Föhr sitzen, in Hamburg. Oder auch ganz woanders, international, dass wir die zusammenholen und dass die mal die Chance haben, über ihre Aktivitäten zu sprechen, über das, was sie betreibt und das, was sie gestalten können. Und dass wir die alle zusammenholen, ich freue mich sehr, es wächst und gedeiht. Ich habe tolle Mitwirkende, die da mitmachen, bei denen ich mich auch sehr, sehr herzlich bedanke. Und am 1. Juli gehen wir mit der Seite online und wachsen und entwickeln uns dann. Und ich sehe da ein großes Potenzial für künftigen Austausch. Ja, das ist super. Wir werden natürlich alle Verlinkungen dazu auch bei uns in die Shownotes machen, sodass jeder, den es interessiert, auf jeden Fall sofort auch Zugriff hat auf die Seite. Du hast gerade gesagt, das neue Projekt ist ab 1.7. online, aber auch für den Summit, wenn es da Interessenten gibt, werden wir die Verlinkungen runter machen, sowieso alle Kontaktdaten und wo du im Netz auch zu finden bist. Ich finde das deshalb so toll, weil es diese Menschen wie dich einfach braucht, die Leuchttürme, die nach draußen gehen, die Menschen miteinander vernetzen, zusammenbringen, damit das ganze Thema noch größer wird, noch mehr Öffentlichkeit bekommt und damit eben auch die unterschiedlichen Menschen bundesweit und dafür gibt es eben das Thema Social Media beziehungsweise auch die Online-Welt mehr und mehr zusammenrücken und dass das Ganze dann auch vielleicht auch noch einen internationalen Charakter hat. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Dominik, zum Schluss würde ich ganz gerne mit dir, das mache ich mit allen meinen Interviewgästen, eine kurze Frage, kurze Antwortrunde starten. Es gibt immer ähnliche Fragen zum Schluss und ich starte einfach mal mit der Frage Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht? Sagen wir mal in den nächsten 5 Jahren. Ich glaube, die Medizin hat eine große Chance in der Vereinigung zwischen digital und analog, in einer Öffnung für die Innovation und in einer Gestaltung rund um den Patienten. Sie wird sich aus meiner Sicht positiv entwickeln, wenn wir das gemeinsam steuern. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Gesundheit ist das höchste Gut. Ein Gesunder hat 1000 Wünsche, ein Kranker nur einen. Es ist ganz einfach, es dreht sich alles um Gesundheit und Gesundheit ist für jeden das Allerwichtigste. Wir merken das oft viel zu spät, deswegen rufe ich laufend zur Prävention auf, arbeite mit der Felix-Burda-Stiftung zusammen und sage, denkt jeden Tag, wenn ihr gesund seid, wie ihr das erhalten könnt und nicht erst, wenn es zu spät ist, wie ihr es wieder reparieren könnt. Ich grätsch mal einfach dazwischen, was machst du persönlich dafür, um gesund zu bleiben? Sport? Ernährung. Ja, ich finde, relativ viel Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Halt mal nicht den Aufzug nehmen, in der Stadt mal mit dem Radl unterwegs zu sein. Jeden Tag möglichst viel Bewegung. Ja, das ist im Alltag gut einzubauen, sich natürlich einigermaßen balanciert zu ernähren. Und für mich gehören natürlich auch Dinge wie psychische Gesundheit dazu. Und dazu braucht man einen Austausch mit anderen Menschen, die klar im Kopf sind. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und natürlich mit steigendem Alter die ein oder andere Vorsorgeuntersuchung und auf seinen Körper achten und dem Körper auch ein bisschen zuhören. Wenn er sagt, jetzt gehörst du ins Bett, dann gehört man halt auch wirklich ins Bett und dann muss man nicht nochmal überstretchen. Ich glaube, da dies mit den Alltagstipps, das ist wirklich wichtig, dass man jeden Tag ein bisschen an sich denkt, ne? Und nicht nur einmal im Jahr irgendwas macht. Das ist sehr, sehr wertvoll. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer oder als Unternehmerin mitbringen oder haben? Ja,
Also für den Arzt ist in allererster Linie wichtig, um erfolgreich zu sein, dass er empathisch ist, dass er sich in seinen Patienten eindenken kann und dass er fühlt, was der ihm mitteilen will und wie er ihm da eine Heilung zuführen kann. Das ist das A und O. Dann sollte man über den Tellerrand schauen können. Und was ich vorhin schon gesagt habe, ideal ist es, wenn noch eine zweite Ausbildung hinzukommt. Das kann eine ökonomische sein, das kann aber auch eine aus dem Design sein oder aus dem IT. Dann kann man auf jeden Fall auch unternehmerisch reüssieren. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen könntest? Das ist eine gute Frage. Ja, also bei den Büchern gibt es natürlich einiges. Ja, ich muss sagen, das ging natürlich los mit Wichels, Hena, Saalfeld, modernes Krankenhausmanagement. Das ist mittlerweile auch schon ein etwas in die Jahre gekommener Schinken. Aber das ist etwas, wovon man gut profitieren kann. Wenn man dann liest von Malcolm Gladwell, die Outliers, da lernt man, wie man zum Erfolg kommt. Das heißt, wie man auch hart an sich selber arbeitet und wie man sich selber darin voranbringt. Ja, ich bin dann auch jemand, der, sagen wir mal, auch den alten Büchern ein Stückchen weit vertraut. Ja. Da gibt es dann den einen oder anderen Eugen Roth, auf den man zurückgreifen kann. Ich glaube, man sollte sich immer Einzelstücke rausholen und Einzelaspekte. Was ich ganz besonders empfehlen kann, das können wir auch gerne verlinken, das gibt es mittlerweile auch vertont, einen Mann, der heißt Baz Luhrmann und der hat eine College-Rede gehalten. Und diese College-Rede ist unter dem Überbegriff Wear Sunscreen zu finden. Darin erzählt er eigentlich so ein bisschen von seinen Learnings im Leben. Und das hat mich wahnsinnig weitergebracht. Und ja. Last but not least, wenn ich das noch sagen darf, mein INSEAD MBA endete mit einer Rede vom CEO von Diageo Southeast Asia, der sagte, Ladies and gentlemen of the class of 2009, I give you one sound piece of advice. If a deal sounds too good to be true, there is a high likeliness that something is not true about what you're hearing. Und das ist ganz einfach, ganz trivial, aber es bringt es doch wahnsinnig auf den Punkt. Vielleicht können wir das auf jeden Fall verlinken. Das hört sich super spannend an und vor allen Dingen waren das Tipps, die noch keiner gegeben hat. Also allein aus dem Grunde brauchen wir die Verlinkung auf jeden Fall. Wäre ich dir sehr dankbar drum. Ja, und die letzte Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig. Gibt es jemanden, den du gerne mal hier im Business Talk Podcast als Interviewgast hören würdest, den du uns empfehlen kannst? Ja, also da kann ich euch auf jeden Fall ein paar Leute empfehlen. Ich würde an eurer Stelle unbedingt mit Anne Latz sprechen, die ist bei Ally, Value-Based Medical Care in Berlin. Mhm. Sehr, sehr driven. Ich kriege die ganzen Kontaktdaten. Die ist sehr, sehr offen für das ganze Thema und unglaublich interessiert. Super. Als nächstes würde ich mit Jochen Hullebaus von Roche sprechen. Er ist derjenige, der bei Roche für die Innovation zuständig ist. Ich habe selten jemanden erlebt, der so offen ist und so inspirierend im Endeffekt für die Menschen. Mit dem würde ich unbedingt in der Hinsicht sprechen. Ah ja, mit Maximilian von Waldenfels, das ist einer der Gründer von Caspar Health, die machen digitale Rehabilitation in Berlin. Genau, den habe ich auch schon. Den hatte ich tatsächlich auch schon auf der Liste. Das ist ein toller Tipp. Den werden wir. Vielen Dank nochmal. Drei tolle weitere Interviewgäste hier für unseren Business Talk Podcast. Dominik, ich mir bleibt eigentlich nur, mich nochmal bei dir zu bedanken für deine Zeit, für die tollen Statements hier heute, für die Innovationen, für den Einblick in dein Leben, das du uns hier gewährt hast heute im Podcast. Ich finde es immer super spannend, mit wirklichen Persönlichkeiten zu reden. Und das ist das auch der Grund, warum wir damals diesen Podcast gestartet haben, damit viele, viele Menschen sich untereinander kennenlernen und vernetzen können. Für alle die heute mit dabei waren, toll, dass ihr wieder zugehört habt. Denkt daran, dass ihr uns bewertet bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns hört. Bleibt unternehmerisch und wünsche euch eine schöne Woche. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Lieber Oliver, vielen herzlichen Dank. Du hast mir viele Schinken in den Vorgarten geworfen, viele Blumen präsentiert heute, die ich sicherlich alle gar nicht so verdiene. Aber das ist die richtige Stelle, um sich bei dir zu bedanken. Es braucht Leute wie dich, die in der Lage sind und willens, mit großer Neugier an das Thema ranzugehen, mit einem großen Maß an Optimismus und Enthusiasmus. Weil diesen Teamgeist brauchen wir, dass wir alle als Community und als Ecosystem die Digitalisierung vorantreiben. Und da danke ich dir sehr. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier zu Wort zu kommen, für deine perfekte Vorbereitung und perfekte Durchführung von diesem Interview. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir nochmal und freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen und das mit dem Schnaps nochmal nachholen. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Ciao.